Hi Freunde, Mordmann hier. Ich bin back in town und es gibt eine neue Methode, um perfekt Runen zu farmen. Das Ganze semi-AFK. Ich habe mir im Urlaub überlegt, ich möchte nochmal Naruto gucken, weil Naruto eine extrem geile Serie ist. Hab mir also Naruto auf meinem zweiten Bildschirm geöffnet und kann jetzt schon anfangen mit euch die Methode nebenbei laufen zu lassen, damit ich Runen bekomme. Semi-AFK und nebenbei Naruto gucken kann. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Für die Methode würde ich euch eine Waffe empfehlen, die relativ schnell zuschlägt. Ich nehme hier Echoides Zierde, aber es gehen auch ganz viele andere Waffen, wie zum Beispiel Dolche oder in dem Kurzschwerter, was auch immer. Nehmt euch eine Waffe in die Hand. Könnt zum Beispiel auch das gegabelte Großschwert nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das schnell zuschlägt. Einmal kurz ausprobieren, dass ihr dann einfach habt und mit dem ihr relativ schnell auch zuschlagen könnt, wie ihr seht. Zusätzlich empfehle ich euch, nehmt in der Ausrüstung auf jeden Fall den Talisman, der uns mehr Runen gibt. Das ist der Goldskarabius. Wie ihr den bekommt, verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung. Und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Ihr befindet euch hier oben im zweiten Schneegebiet, wo ihr quasi zum Harlichbaum kommt, also zu Malenia. Und genau hier werden wir diesen Trick machen. Wie ihr zu diesem Schneegebiet kommt, erkläre ich euch nochmal in dem Video. Und es gibt seit neuestem, habe ich auf einem, beziehungsweise in einem anderen YouTube-Video gesehen, gibt es wohl auch einen Trick, dass man ohne die Quest überhaupt in dieses Gebiet kommt. Da werde ich mir nochmal kurz angucken, wie das funktioniert und gegebenenfalls nochmal ein Video für euch produzieren, wo ich euch das zeige. Ihr geht auf jeden Fall hier oben in das Gebiet zum Punkt Ordina statt der Liturgien. Und von hier müsst ihr jetzt einmal hier hochreiten. Quasi rechts an dem Feuer vorbei, beziehungsweise an der Feuerstelle. Einmal hier rum. Hier rum. Und dann müssen wir hier oben quasi zum Tor. Wenn ihr das erste Mal hier seid, ist das Tor noch verschlossen. Dann müsst ihr hier links eine Quest machen, beziehungsweise ein kleines Puzzle lösen. Dafür klickt ihr diese Figur an und kommt auch direkt zum Puzzle. Verlinke ich euch auch nochmal ein Video in der Beschreibung, wie genau das Ganze funktioniert. Ihr geht auf jeden Fall jetzt hier einmal hoch, quasi an das Portal, wo ihr zu Malenia kommt, und das Portal lassen wir einfach links liegen. Wir gehen jetzt hier an die Seite, springen hier runter mit einem Doppelsprung und lassen uns einfach runterfallen. Hier sterben wir jetzt nicht, ist ein Bug im Spiel quasi, und müssen dauerhaft mit R1 angreifen, beziehungsweise alle 2-3 Sekunden einmal angreifen. Kurz vorm Sprung machen wir uns also unsere Serie an, was in meinem Fall gleich Naruto sein wird. Ich gucke die Serie und schlage dann einfach, ich drücke einfach, lasse das Spiel offen, drücke einfach dauerhaft die R1-Taste und lass mich fallen. Jetzt fallen wir ungefähr eine Minute, anderthalb Minuten und kriegen dann im Anschluss gleich ungefähr 150.000 Runen. Können uns dann wieder zurück teleportieren zu unserem Start, Auswegspunkt, wie auch immer, und können das Ganze beliebig oft wiederholen. Also ungefähr, ich sag mal, alle zwei Minuten kriegt ihr 150.000 Runen, was in einer Folge 1,5 Millionen Runen wäre. Eine Folge Naruto, die 20 Minuten geht. Ja, das ist auch schon die ganze Methode. Ist sehr ähnlich zu der Methode, die ich schon mal vorgestellt habe. Nur der Weg ist nicht so schwer dahin. Es geht auch relativ, oder es geht schneller, dorthin zu gelangen. Also ihr seid ja innerhalb von 10 Sekunden da. Lasst euch dann anderthalb Minuten fallen. Also wirklich ganz easy. Bekommt eine Menge Runen. Ihr seht es unten rechts. Ich habe die jetzt bekommen. Könnt euch theoretisch auch noch weiterfallen lassen. Es gibt gleich nochmal Runen. Die sind aber nicht so viele. Es lohnt sich nicht so sehr. Ihr geht dann einfach wieder hier zurück zu dem Punkt. Also Karte öffnen. Zurück zu dem Punkt gehen und das Ganze nochmal machen. Ich gebe euch noch einen Tipp, wenn ihr eine Serie nebenbei schauen wollt, dann geht mal ins, drückt hier einmal Start bzw. Escape, geht dann auf System und dann habt ihr hier im dritten Reiter unten Gesamtlautstärke, die schaltet ihr einfach auf 0 und habt auch keinen Ton mehr, der euch in irgendeiner Weise stören könnte. Ja, dann geht ihr wieder aufs Pferd. Geht hier oben wieder hoch. Ihr habt ja jetzt quasi schon die Brücke aufgemacht, falls ihr das vorher noch nicht gemacht hattet. Und springt dann quasi einmal hier oben wieder runter. Wie gesagt, das Ganze geht relativ schnell. Ihr kriegt unendlich viele Runen. Alles ganz easy. Könnt jetzt wieder eure Serie anmachen. Könnt schauen. Drückt wieder durchgängig die R1-Taste. Und ja, das ist auch eigentlich die ganze Methode. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben.
Habt ihr noch Fragen oder Anregungen oder kennt ihr noch andere Methoden, wie man Runen farmen könnte, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Auch diese Methode wurde mir von einem Viewer in den Kommentaren erklärt und ich dachte, beziehungsweise er hatte mich gefragt, ob ich darauf mal ein Video machen könnte. Und ich dachte mir, ja, warum nicht, mache ich. Also falls ihr auch noch ähnliche Methoden kennt oder andere Methoden, die vielleicht noch besser sind, irgendwelche Secrets im Spiel, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich nehme das gerne mit auf. Ja, sonst lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Ich habe heute ein Video hochgeladen, wo ich nochmal vorstelle, wo die Roadmap auf dem Kanal hingehen soll, die aktuelle, und wie das Ganze laufen wird im Kanal in den kommenden 6 Monaten, in diesem halben Jahr, was ich vorhabe, was ich mir wünsche. Guckt da auch gerne rein und checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. In der Videobeschreibung, ihr seht, wir haben wieder die Runen bekommen, also geht's wieder zurück. In der Videobeschreibung seht ihr zum Beispiel meinen Discord-Kanal, da haben wir eine aktive Community, über 700 Leute, extrem geil. Wir spielen hauptsächlich Elden Ring, wir spielen aber auch New World, wir spielen Fallout auch, ja, wir spielen Fortnite, wir spielen TFT, wir spielen wirklich alles, also es gibt für jedes Spiel gefühlt einen Spieler, mit dem du spielen kannst, und werd einfach Teil der Community, guck mal in der Beschreibung, da findest du den Link. Genauso wie du meinen Twitch-Link findest, den findet ihr auch in der Beschreibung. Einfach ein Follow da lassen, ein Prime-Sub, wenn ihr übrig habt, und guckt gerne mal rein, wenn ich streame. Aktuell ist ein bisschen weniger geworden, ich habe jetzt eh mal 1,5 Wochen Pause gemacht, aber es wird jetzt auch wieder mehr. Und, Sekunde, was ihr noch findet, ich bin natürlich wieder top vorbereitet, was ihr auch findet. In der Videobeschreibung ist ein Link von meinem Partner, mich hat heute sogar ein Paket erreicht. Es gibt nämlich einen neuen Geschmack, Blueberry Beer und auch dazu einen Shaker, hat mich erreicht. Checkt doch gerne mal Holy ab, lasst den mit dem Code Mottenmann, beziehungsweise Mottenmann 5, spart ihr 5 Euro oder 10% auf die erste Bestellung, findet ihr alles auch in der Beschreibung. Holy Energy ist eine Alternative zu normalen Energy Drinks, schmeckt eher so ein bisschen fruchtsaftmäßig, pusht euch aber, ist ein Gaming Booster, und wenn ihr das trinkt, ist nicht so schädlich, weil es kein Taurin hat. Hat keinen Zucker. Also ihr werdet auch nicht dick. Ihr habt nicht überall Dosen rumfliegen und so. Also checkt das Ganze gerne mal aus. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.